Im Sommer desselben Jahres rief mich Messer Polo in sein Arbeitszimmer. Mein Vater war schon dort und auch ein älterer Mann in einem seltsamen Kapuzenmantel, der uns beobachtete. In diesem Moment, der mein ganzes Leben veränderte, teilte mein Vater mir mit, dass er ein Assassine sei. Er nahm seinen Ring ab, zeigte mir ein merkwürdiges Mal an seinem Finger und erklärte mir, dass unsere Familie einem alten Orden entstamme, der die Menschheit beschützt. Er machte eine Pause und als ich nichts sagte, trat Messer Polo vor. Er sagte mir, dass der Fremde mit der Kapuze mich unterrichten würde und dass ich ihn im Gegenzug über das Mittelmeer nach Spanien bringen sollte. So begann meine Ausbildung bei Dante Alighieri, die jeden Funken an Glück aus meinem Leben vertreiben würde. Das ist immer diese komische Bewegung. Oh, 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 oh. Auf Zeit. Na geil. Okay, sorry Leute, wenn ich jetzt ein paar Mal failen werde. Aber wenn es auf Zeit ist... Ja, hier einmal ganz rüber. Ja, nie ist klar. Hä? Ich habe mir den Weg gar nicht jetzt gemerkt. Geh hoch. Hoch, hopp. Okay, hier ist... Ah. Na, hoch. Oh Gott, die Kameraführung ist total bekloppt. Habe ich geschafft. Okay, ich hätte jetzt... Oh, das war knapp. Weil wir können hier diese Hebel betätigen und dann bleibt das hier für immer offen. Aber ich will ja gar nicht zurückgehen, von daher. So, und hier noch eins auf Zeit. Cool, ich habe jetzt gedacht, das wird knapp. Aber es war ja auch... Ach, wir lesen erstmal. So, Messer Alighieri besuchte mich regelmäßig bei den Vorbereitungen der Reise. Zunächst ging es bei unseren Treffen um den Einkauf von Vorräten. Aber bald schon ging es um Größeres, um das Leben, die Liebe, Ehre und Gerechtigkeit. Er brachte mir bei, dass die Gesellschaft darauf ausgerichtet ist, ihre Mitglieder zu kontrollieren und uns vom Denken, vom Erkennen abzuhalten. Bald durchschaute ich all die Regeln und Illusionen. Ich verstand, dass die Menschheit von ihren Herrschern missbraucht wurde und dass wir, das Volk, Freiheit verdienten. Und dann zeigte Dante mir Seiten aus einem Buch, das Messer Polo aus dem Palast des großen Genghis Khan mitgebracht hatte. Das Manuskript, der Kodex, handelte von unserem Orden, den Assassinen. Okay. Hm. Ach du je. Das sieht irgendwie aus wie Wasser da unten. Ach, nur schwimmen. Ja, das dürfte ich hinkriegen. Na hopp. Tschium. Ach, jetzt habe ich keinen Körper gemacht. Ach, sorry. Oh! Oh! Ist das knapp, ey. Das war verdammt knapp. Ah, ja, okay. Dann irgendwie so... Nee, keine Ahnung, hä? Egal, ich guck mal, wo wir hin müssen. Und dann brauche ich halt... Ach, nee. Das ist ja dann wieder zu. Dann muss ich das nochmal aufmachen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Und das auf Zeit... Ich weiß ja... Oh Gott, das schaffe ich doch nie im Leben. Wow. Schon wieder kein Körper. Oh, komm. Schneller hoch. Nicht mehr viel Zeit. Huh. Geschafft. Geschafft, Mann. Wow. Okay, ich bin gerade von mir überrascht. Yippie! Boah, das war aber... Okay, das war jetzt nicht so knapp, wie ich dachte, dass es wird. Na, hier haben wir wieder was zu lesen. Sehr schön. Ein unerwarteter Abschied. Unsere geplante Reise fand nie statt. Als wir nach Ravenna zurückkehrten, um seine letzten... Habe ich gerade irgendwie was übersehen? Naja, als wir nach Ravenna zurückkehrten, um seine letzten Besitztümer zu holen, starb Dante. Betroffen vom Tod meines... Ach, die Reise. Ja, genau, die nach Spanien. Betroffen vom Tod meines Mentors wollte ich meinem Vater und Messer Polo die traurige Nachricht überbringen. Okay. Aber bevor ich etwas sagen konnte, wurde ich ins Arbeitszimmer gezerrt und mein Vater, kreidebleich, verschloss die Tür hinter mir. Schockiert vernahm ich schweigend seine Worte. Dante wollte den Kodex nach Spanien bringen, wo er sicher gewesen wäre. Aber er wurde beobachtet. Der Feind der Assassinen, der Orden der Tempelritter, existierte immer noch.
Ich erinnerte mich an die Geschichten über die Templer, die er mir erzählt hatte. Und mir wurde alles klar. Dante war ermordet worden. Die Templer wussten vom Kodex und sie wussten von uns. Zitternd befahl mir mein Vater, den Kodex zu nehmen und sofort mit Frau und Kind nach Spanien aufzubrechen. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Ach, hier ist wieder so ein Zeitding. Ach, okay. Huch, da unten geht's aber auch lang. Ich möchte erstmal dahin. Gucken, was hier ist. Und zwar nichts. Das ist ja ein toller Raum. Echt. Ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas gehabt. Oh. Da. Hier. 9 war selbst besser. Ah. Hier kann man schon mal gucken, wo es vielleicht lang geht. Ach so, falls man hier runterfällt, damit man... Ah. Dass man hier dann gleich wieder zurück kann. Okay. Ist auf der anderen Seite auch sowas? Nö. Ein bisschen würde ich erstmal den Weg hier gucken, wo ich gleich hin muss. Hier liegt eine Leiche. Und hier muss man hoch. Wow. Okay, und hier, hier. Hier, hier, hier. Und dann da rüber und... Hä? Wohin denn jetzt? Nee. Wow. Puh, hab ich mich erschrocken. Okay. Ah, vielleicht. Ah, okay. Verstanden. Wie komme ich jetzt wieder? Ach, okay. Ich dachte schon, ich komme jetzt nicht mehr zurück. Das wäre irgendwie ziemlich doof. Lang bitte. So, jetzt geht's weiter. Einmal. Ach ne, hä? Achso, gut. Dürfte zu schaffen sein, wenn ich jetzt nicht total bekloppt fehle. Na, ich weiß doch, wo es lang geht. Ja, genau wie ich es gedacht habe. Und da ist wieder was zu lesen. Na! Ja, okay. Oh, jetzt ist die Kameraführung so ganz blöd wieder. Oh. Puh. Stell dir mal vor, ich wäre da noch dazwischen gewesen. Dann sehe ich jetzt aus wie der. Irgendwie geteilt. Einmal unten gibt's und einmal oben. Wo geht's hier lang? Bringt das einem irgendwas? Nö. Wie steht das dann hier? Toll. Und wir lesen wieder was. Wir setzten noch in derselben Nacht die Segel, das Schiff voller Waren für die Märkte Barcelonas. Zunächst lief alles gut. Dann gingen wir, um einem Sturm auszuweichen, im Hafen von Otranto vor Anger. Die Piraten kamen im Schutze der Nacht. Ich bemerkte sie nicht, bis sie mein Schiff enterten. Ich versteckte mich mit meiner Familie im Laderaum. Ach, ich sehe gerade, hier gibt es immer... Okay, ich habe immer vergessen, die zweiten Seiten vorzulesen. Das tut mir jetzt leid. Ich sehe nämlich gerade erst, dass es immer zwei Seiten gibt. Zumindest hier. Okay. Oh, okay. Ich versteckte mich mit meiner Familie im Laderaum und holte den Kodex hervor. Ich ließ den alten Ledereinband durch die Finger... durch die Finger gleiten und dann zerriss ich ihn. Die Seiten rieselten leise zu Boden. Ich verteilte sie auf die Kisten und Truhen, die ich zum Markt bringen wollte. Die Männer, die uns fanden, waren betrunken. Ich konnte es riechen. Als sie nach dem Kodex fragten, wusste ich, wer sie geschickt hatte. Ich hielt meinen Zorn zurück und sagte, ich hätte ihn über Bord geworfen. Sie lachten. Zwei hielten mich fest und grinsten dabei immer noch, während die anderen meiner Frau die Kleider vom Leib rissen. Sie flehte um Gnade, bis ihre Stimme sie verließ. Als sie mit ihr fertig waren, warfen sie sie einfach ins Meer. Sie nahmen meine Ladung und versenkten mein Schiff, und sie ließen mich an ein Stück Reling geklammert im Meer zurück. Ich schaffte es mit meinem Sohn an Land. Am nächsten Morgen spülte die Flut die Leiche meiner Frau an Land. Traurig. Ach, und hier ist schon wieder unser bester Freund, der Zeitschalter. Ich will trotzdem irgendwie erst gucken, wo es lang geht. Weil es scheint hier ja einen Rückweg zu geben. Es muss ja einen Rückweg geben. Wäre doof, wenn nicht.
Okay, und dann hier und dann da. Das wird wahrscheinlich irgendwie sich ganz blöd wieder drehen. Schafft er das so? Ja, cool. Dumps, dumps, dumps. Wow! Das war jetzt unabsichtlich. Ich habe eigentlich gar nicht das gedrückt, was ich drücken müsste, damit er das macht. Achso, und dann geht hier oben das auf. Hoffe ich mal. Okay. Da unten ist Wasser, oder? Dann kann ich da runter springen. Na, du sollst ins Wasser, du Hund. Ja, lass dich fallen. Ja, genau, da ist der Rückweg. So, dann versuchen wir das Ganze jetzt mal. Also ich gucke immer, bei sowas gucke ich immer lieber, wo es lang geht, auch wenn die Kamera mir das zeigt. Aber einmal gemacht haben, finde ich schon gut. Ich weiß es. Da geht's auf und dann sind wir, glaube ich, schon da. Da hinten sehe ich ein Assassinensegel. Ja, jetzt ist die Kameraführung wieder total beschissen. Ah! Okay. Das war nix. Dann müssen wir nochmal zurück. Ja, jetzt ist es schon wieder unten. Und ne, noch nicht ganz. Aber wie wenig Zeit soll das denn sein? Hallo? Mach den doch einfach nochmal. So. Nochmal von neu. Ich bin jetzt mittendrin angehalten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich hoffe mal. Na. Komm, das versuchen. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, puh. War das knapp, ey. Na, bevor wir die Tür öffnen, lesen wir das noch fertig. Ich habe die See nie wieder gesehen. Ich schaffte es irgendwie bis nach Florenz, mietete ein kleines Zimmer und ging zur Bank. Ich erinnerte mich noch an Polos Kontonummer. Mit der enormen Summe, die mir nun zur Verfügung stand, reiste ich verkleidet nach Venedig, um meinen Vater zu suchen. Am nächsten Tag kehrte ich nach Florenz zurück. Mein Vater und Messer Polo waren bereits tot. Von diesem Moment an sammelte ich Abhandlungen über die Architektur, studierte die Klassiker und nahm Gesangsstunden. Ich nahm den Namen Auditore an und gab mich als Edelmann am Hof von Florenz aus. Akzeptiert als einer der ihren, nahm ich die Pflichten des Adels an und baute diese Villa für meinen Sohn und mich. Und dann jagte ich sie. Ich brachte meinen Sohn bei, zu kämpfen, den Kodex zu suchen und Templer umzubringen. Gemeinsam wollten wir die Ehre meiner Frau wiederherstellen und den Tod meines Vaters rächen. Schulden, die niemals beglichen werden können. An den Auditore, der dies liest. Vergiss nicht, dass du kein Adliger bist. Du bist keiner dieser Betrüger. Du bist ein Mann des Volkes. Räche uns. Dann werden wir jetzt mal die Tür öffnen. Ich hoffe, da finden wir jetzt schon das. Ah, sehr schön. Durch die Geheimtür entkommen. Also ich will ja irgendwie erstmal hier die Schatztruhen ausrauben. So, wie ich schon gesagt hatte, hier findet man eben nur Geld, nichts Wichtiges, also keine Assassinsiegel oder so. Deshalb ist das jetzt nicht so schlimm, dass ich euch das jetzt schon zeige. Und nicht erst ganz am Ende, weil es eben eigentlich nicht zur Story gehört und eben... Doch, na, irgendwie schon, weil es erzählt uns ja so ein bisschen den Hintergrund der Assassinengeschichte. Also ich schätze mal, dass das irgendwie unser Großvater war oder unser Urgroßvater. Wobei ich glaube eher unser Urgroßvater, da unser Vater ja einen Bruder hat und der hat ja nur von einem Sohn geredet, wenn die Frau tot war. Kann er, naja, eigentlich kann er schon einen neuen Sohn bekommen. Aber nicht mit der Frau. So. Wo kommen wir denn jetzt raus? Ach, nee. Nee, ey. Außerhalb der Stadt, was? Geheimtür. Was kommen wir denn da raus? Ach, und wir haben schon wieder Geld in der Truhe. Das zeigt mir, wir haben schon wieder irgendwie 20 Minuten gespielt. Wo geht's denn hier wieder rein? Ach, hier haben wir... Ach, das sind die Minen. Hier kann man auch noch mal rein, wenn man die ausgebaut hat. Gut, dass ich die schon mal entdecke. Dann weiß ich, wo die sind.